Hi Leute, hier ist HiCarb Christian und wie ihr dem Titel entnehmen könnt, geht es in diesem Video darum, warum ich kein Vegetarier bin. Vorweg möchte ich sagen, dass dieses Video keine verstörenden Bilder enthält von irgendwelchen Tieren, die in der Massentierhaltung misshandelt werden, da habe ich mich bewusst gegen entschieden und ich brauche das auch gar nicht für meine Argumentation. Vegetarier versuchen allgemein, Tiere zu schützen oder Tierleid zu vermeiden, indem sie kein Fleisch mehr essen. Es ist aber nicht so, dass man Tierleid komplett vermeidet oder auch nur zum Großteil vermeidet, wenn man kein Fleisch isst. Man isst immer noch andere tierische Produkte, vor allem Milchprodukte und Eier, und die können zum Teil noch viel, viel schlimmer sein als Fleisch, was Tierleid angeht. Kühe produzieren nur Milch, wenn sie schwanger waren und ein Kalb geboren haben. Kühe sind Säugetiere, das ist genauso wie beim Menschen. Frauen geben auch nicht einfach so Milch, Frauen geben auch nur Milch, wenn sie schwanger waren, ein Kind geboren haben, um ihr Kind zu ernähren. Das ist bei Kühen wirklich nicht anders. Bei Kühen ist das so, sie haben ein Kind geboren, dann steigt die Milchproduktion erstmal rasch an und sinkt dann über einen Zeitraum von mehreren Monaten, jeden Monat um ungefähr 10% ab. Irgendwann erreicht es nach ungefähr 9 Monaten ein Niveau, bei dem es sich einfach nicht mehr lohnt, die Milch abzuzapfen, und dann wartet man noch ein paar Monate, bis die Kuh schwanger wird und erneut ein Kind gebärt. Das geht dann ungefähr 5 Jahre so. Kühe werden zwar bis zu 20 Jahre alt, aber in der Nutztierhaltung wird das meistens 5 Jahre gemacht und dann wird die Kuh ab zum Schlachter geschickt, weil es sich nicht mehr lohnt, weil bei jedem neuen Kind, das geboren wird, irgendwann die Milchproduktion anfängt, also die Gesamtmilchmenge, die produziert wird, anfängt zu sinken. Und das stößt schon auf ein mathematisches Problem. Kühe werden nach 16 bis 18 Monaten geschlechtsreif. Das heißt, die Kuh, die ursprünglich erste Kuh, hat ein Kind geboren. Nehmen wir an, es ist wieder weiblich. Dann hat man nach einem Jahr 2 Kühe. Man wartet ein Jahr und dann hat man noch mehr Kühe. Und nach 3 Jahren wurde aus der ursprünglich einen Kuh, wurden 8 Kühe. Und das Problem ist, kein Bauer will irgendwann so viele Kühe haben. Das stößt schon an Kapazitätsprobleme etc. Und hier sieht man ganz schön, wie die Fleischindustrie und die Milchindustrie auch bei perfekten Bauernhöfen, wo die Kühe totgestreichelt werden, wo mit den Kühen super umgegangen wird, wo sie nicht den ganzen Tag nur in dunklen Ställen steht, wo die Milch- und Fleischindustrie zusammenhängen. Denn irgendwann hat man zu viele Kühe. Und was wird mit den jungen Tieren gemacht, um sie fortzuschaffen? Kalbfleisch. Irgendwann ist die Population zu groß und muss dezimiert werden. Und das geht nur, indem man einige Tiere schlachtet. Das ist nicht nur in der Massentierhaltung so, das muss einfach so sein, weil es mathematisch kaum anders möglich ist. Vor allem das Trennen des Kalbes vom Muttertier ist für beide sehr, sehr schmerzvoll. Das ist so, als würde man einfach einer Frau ihr Kind wegnehmen, nachdem sie es geboren hat. Und wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, dann klickt hier oben auf den Infobutton. Das ist ein Video von einer ehemaligen Landwirtin, die detailliert darlegt, was sie alles erlebt hat in der Milchindustrie. Bei Eiern ist es genauso, dass Eier eigentlich der Fortpflanzung des Huhns dienen, und eigentlich haben Hühner mal irgendwann nur 20 Eier pro Jahr gelegt. Das war die Menge, die sie auch wirklich ausbrüten konnten. Man hat das dann aber durch spezielle Züchtungsverfahren auf bis zu 200 Eier im Jahr hochgetrieben, und das stellt vor allem in der Massenindustrie, also alles bis auf, naja, Bio will ich nicht sagen, aber alles bis auf Bauer um die Ecke, zu Problemen, dass Hühner zum Beispiel nicht genügend Mineralien bekommen, weil sehr viele Mineralien da vorausgehen, nur um die Kalkschale des Eis zu probieren, sie dann keine Federn mehr produzieren und all solche unschönen Sachen. Und auch hier hat man, obwohl das mehr und mehr in Verruf gerät, immer noch das Problem, dass es mehrere Sorten von Hühnern gibt. Es gibt nicht nur ein Huhn, das alles kann. Es gibt Hühner, die gut Eier legen. Es gibt Hühner, die viel Fleisch ansetzen. Und bei den Eierleghühnern ist es momentan noch nicht so, dass man nur weibliche Hühner produzieren kann. Es ist halt so, dass wenn man Legehennen haben möchte, Legehennen produzieren möchte, wenn man es so nennen möchte, immer noch das Problem hat, dass da Männchen zwischen sind. Und es wird noch oft so gemacht, dass die Männchen dann entsorgt werden müssen, weil die zu nichts zu gebrauchen sind. Die setzen nicht genug Fleisch an, also ist es Verschwendung, die aufrecht zu erhalten, und werden damit entsorgt. Nicht so toll. Ebenfalls stößt man hier auf die große Frage der Gesundheit. Besonders Eier korrelieren ziemlich stark mit der Menge an kardiovaskulären Erkrankungen bzw. einer Menge von Plaque, die man in den Arterien hat, was im Hinblick darauf, dass kardiovaskuläre Erkrankungen eine der häufigsten Todesursachen in ganz Deutschland sind, in der ganzen Welt sind inzwischen,
ziemlich schlecht ist, vor allem auch im Hinblick, dass Typ-2-Diabetes immer häufiger wird und besonders fettreiche Produkte und Produkte mit sehr viel Cholesterin und sehr viel gesättigtem Fett damit auch in Zusammenhang stehen. Und das sind tierische Produkte. Tierische Produkte haben in der Regel ziemlich viel gesättigtes Fett, tierische Produkte haben in der Regel ziemlich viel Cholesterin. Das trifft auf Eier genauso zu. Man hat zum Beispiel auch eine Studie mit 300.000, über 300.000 Menschen durchgeführt, in der gezeigt wurde, dass je mehr Eier man konsumiert, desto höher die Wahrscheinlichkeit für kardiovaskuläre Erkrankungen ist. Darüber hinaus gibt es nichts in Eiern, was man nicht aus anderen Quellen bekommen kann, aus anderen pflanzlichen Quellen bekommen kann. Und dementsprechend gibt es auch keinen Grund, Eier zu essen. Bis auf Geschmack, aber das sollte eigentlich nicht immer die Motivation hinter auch ethischen und gesundheitlichen Entscheidungen sein. Was alle tierische Produkte zudem gemein haben, ist, dass sie nicht besonders nachhaltig sind. Am nachhaltigsten sind pflanzliche Produkte und vor allem solche Sachen wie Hülsenfrüchte oder Getreide oder Kartoffeln. Ist klar, es gibt auch solche unsinnigen Studien, die sagen so, oh, Veganismus kann für die ganze Menschheit nicht funktionieren, weil es wird viel zu viel Land verbrauchen. Ja klar, wenn die gesamte Menschheit sich nur von Eisbergsalat ernähren würde, der halt 0 Kalorien hat ungefähr, dann ja. Aber Produkte wie Hülsenfrüchte, wie Getreide, wie Kartoffeln sind unfassbar effizient, was Wasser und was Land angeht. Und damit können tierische Produkte nicht mithalten, die vor allem für einen sehr, sehr starken CO2-Ausstoß und Methanausstoß, also Treibhausgasausstoß, verantwortlich sind. 18 oder sogar noch mehr Prozent aller Treibhausgase werden von der Nutztierindustrie, werden von Nutztieren ausgestoßen. Und pflanzliche Produkte tun das nicht. Pflanzliche Produkte sind da sehr viel effizienter. Das heißt, auch fürs Klima ist es besser, Milch nicht zu essen und Eier nicht zu essen. Vom Wasserverbrauch mal ganz zu schweigen. Ich verstehe den Grundansatz des Vegetarismus und ich finde es cool, wenn Leute vegetarisch leben, weil es zeigt, dass sie sich mit ihren Entscheidungen beschäftigen und dass sie Verantwortung für die Resultate, die sie in der Welt erzeugen, übernehmen wollen. Aber wenn man es konsequent weiterdenkt, ist Vegetarismus nicht die Lösung aller Probleme, ist Vegetarismus nicht die Lösung der Probleme, die wir haben. Wenn man Vegetarismus konsequent zu Ende denkt, gelangt man eigentlich beim Veganismus an. Ich sehe das so, dass Vegetarismus so ist, man ist in einem Zimmer und es brennt und man löscht dieses eine kleine Feuer in der Ecke, was schon mal super ist, denn da fackelt es dann die Bude nicht ab. Aber man sieht nicht, dass hinter einem überall Flammen schlagen. Und Veganismus ist dann so, dass man sich auch umguckt und alle Feuer löscht oder zumindest versucht, alle Feuer zu löschen. Veganismus ist auch überhaupt nicht perfekt. Veganismus heißt nicht, dass man mit einem null ökologischen Fußabdruck lebt, aber es ist sehr viel besser, wenn man es richtig macht, als Vegetarismus. Das waren meine Gründe dafür, warum ich kein Vegetarier bin. Wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, dann klickt gerne hier und abonniert mich oder seht andere Videos von mir, die ihr hier seht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute!